Alberndorf ist für Peter Affenzeller Heimat. Hier lebt er und produziert seine Whiskys. Als das Wasser des Lebens gilt er für die Schotten. Und das nicht nur für sie. Fast könnte man ihn als Destillat auch damit verwechseln. Denn die typische Farbe kommt nämlich erst viel später. Wenn du es sauber destillierst, dann ist es klar wie Wasser. Das ist das Destillat. Und das kommt in ein Eichenfass. Und dort in so einem Eichenfass passiert eine Mikrooxidation. Das Produkt zieht in die Bohrkanäle von Fass ein und wieder aus. Und durch diesen ständigen Luftaustausch kriegt das Produkt Farbe, Aromatik und sehr viel Noten von so einem Fass. Wir sind keine Industrie, sondern eine Manufaktur ist das neue Modewort. Wir destillieren sehr langsam, sehr sauber, sehr schonend, mit sehr geringer Leistung. Und das macht schlussendlich eigentlich aus. Von Kind auf war ich beim Schnapsbrennen dabei. Wir haben ein Getreidebrennrecht auf dem Haus und das war sehr interessant für mich. Als Kind habe ich auch noch nicht kosten dürfen, das ist dann später dazugekommen. Aber ich habe immer ein großes Interesse gehabt. Und 2005 habe ich das erste Mal versucht, unseren traditionellen Kornbrand abzuändern. Ich habe das erste Mal mit Malz gearbeitet, habe die ersten Fässer gekauft und habe experimentiert. Jahre später aus dem Fass gezogen, eingereicht, die ersten Medaillen gemacht und das war eigentlich der Grundstein für die jetzige Firma, was wir haben. Beim Whisky ist ein ganz klarer Trend da, dass es eigentlich immer mehr zu diesen Small-Scale Distilleries heißt im Englischen, also diese Kleinbrennereien, wo der Kunde den Brenner auch kennenlernen kann. Und da geht schon durchaus ein Trend hin, dass der Kunde diese Betriebe kennenlernt, diese hinter die Kulissen schauen. Und das merkt man, wenn man übersee schaut Richtung Amerika, dass diese großen Konzerne damit mittlerweile schon durchaus das Problem haben, dass sie einfach Brennmarken aufgekauft haben, die Firmen zugesperrt haben und die Marke weiterführen. Und der Kunde, der will die Brennerei sehen. Und wenn das nur mehr Marke ist, dann merkt man ganz schnell, bricht die weg. Bei Blindverkostungen konnten Peter Affenzellers Whiskys schon oft überzeugen. Weltweit kennt man mittlerweile die Produkte aus dem Müllviertel. Wenn man sich zum Beispiel beim Whisky in einem internationalen Wettbewerb durchsetzen kann, in London bei den Besten ist, von der ganzen Welt, bei 6000 Einreichungen, dann spricht das eindeutig für ihn. Es ist ein Trend, den wir jetzt eigentlich überall treffen. Die Regionalität wird immer mehr geschätzt und das Müllviertel ist natürlich eine Paraderegion für regionale Spezialitäten und man wird vielleicht nicht sofort auf Whisky kommen, aber der Peter Affenzeller hat bewiesen, auch die Müllviertler können einen weltweit erstklassigen Whisky herstellen. Peter Affenzeller hat wirklich eine tolle Leistung gebracht und vor allem mit seinen 28 Jahren, denke ich, ist das ein Vorbild für alle jungen Unternehmer. Whisky wird aus Getreide produziert, eingemeischt, destilliert und mindestens 3 Jahre in Fässern gelagert. Den Werdegang des Whiskys erklärt Peter Affenzeller gerne. All jenen, die ihn in seiner Destillerie in Alberndorf besuchen. Und darum hat er jetzt auch ein Café dazu gebaut. Aus dem einstigen Kuhstall.